Schwulsein ist doch was ganz Normales, oder nicht? Ich weiß nicht, warum du jetzt so einen ganzen Kanal daraus machst. Du kennst das. Du wachst morgens auf und bist schwul. Und dann gibt es natürlich keinen Kaffee, sondern einen Sex on the Beach. Na, wenn das kein Vorteil ist. Und genau darum geht es heute. Um die Vor- und Nachteile des geouteten Schwulen. Ich möchte jetzt dich als Heterosexuellen nicht davon überzeugen, schwul zu werden, sondern vielleicht dich als Homosexuellen davon überzeugen, dass ein Outing gar nicht so schlecht sein muss. Mir fällt jetzt ad hoc kein Nachteil ein. Ich drehe diese Videos ja nicht, um den Heteros auf den Geist zu gehen und ihnen butterweich aufs Brot zu schmieren, dass ich schwul bin und mich dadurch in den Vordergrund zu stellen. Nein, ich möchte eigentlich eher den Homosexuellen das Leben ein bisschen einfacher machen. Und den Leuten, die homosexuell werden wollen. Weil es gibt tatsächlich immer noch ein paar Nachteile zur heutigen Zeit. Und damit kommen wir schon zum ersten Nachteil. Sätze wie: Wenn Tommy schwul wäre, dann hätte ich das so voll gemerkt, weil ich meine, er hätte mich doch schon so voll lange so... Weißt du? Und, also ich weiß beim besten Willen nicht, warum Tommy denkt, schwul sein zu müssen. Ich meine, ganz ehrlich, mit diesen Augen würde er doch wirklich jede Frau abbekommen. Gehören für mich zum Alltag. Meine Sexualität wird nicht ernst genommen. Es wird irgendwie angenommen, dass ich mich für das Zweitbeste entschieden habe, weil ich keinen Erfolg bei Frauen hatte. Das ist natürlich in dreifacher Hinsicht Schwachsinn. Erstens, ich habe mich nie dazu entschieden, schwul zu sein. Zweitens sind Männer für mich nicht das Zweitbeste, sondern definitiv das Erstbeste. Und hallo, so viele Frauen können sich nicht irren. Es muss gut sein, einen Mann zu lieben. Und drittens, ich bin nie negativ bei Frauen angekommen. Ich hatte immer Erfolg bei Frauen. Ich bin ein super guter Zuhörer und ich kann gut Haare flechten und mach unglaublich gute Mojitos. Tommy, du bist doch nicht schwul. Doch. Nein, das glaube ich nicht. Was muss ich tun, um dir zu beweisen, dass ich schwul bin? Bring mir einen heißen Typen, dann kann ich dir zeigen, was ich mit heißen Typen so mache. Also Tommy, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nichts Kapitalistisches sagen, aber das kaufe ich dir nicht ab. Bring mir einen heißen Typen! Andauernd muss ich erklären, dass es sich bei meinem Freund nicht um irgendeinen Freund handelt, so ein Kumpelfreund, sondern dass es mein Partner ist, mein Lebensgefährte, mein sexueller Partner, mein Gspusi, mein... Du wirst vielleicht denken, ja, es ist zwar nervig, sich ständig erklären zu müssen, aber davon geht die Welt ja nicht unter. Mag sein, aber in solchen Situationen kann man ja direkt in den Dialog treten. Anders sieht es dann aus, wenn man seinen Partner vielleicht an die Hand nimmt oder gar küsst und deswegen schief angeschaut wird. Boah, Tommy ist doch nicht schwul, Alter, boah! Also bitte, wie reagierst du denn, Tommy? Also, das ist doch nicht deine Entscheidung. Also, das muss man einfach akzeptieren und verständnisvoll sein und nicht gegen anreden, also bitte. Als geouteter homosexueller Mensch kann man immer noch Opfer von Hassverbrechen werden. Das kann von kleinen Beleidigungen auf der Straße, habe ich schon erlebt, über Nachteile im Job, habe ich auch schon erlebt, bis hin zu körperlicher Gewalt, habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Ich könnte zum Beispiel in dem Dorf, in dem meine Eltern leben, niemals als geouteter Schwuler rumlaufen. Das ist ein absolutes Tabuthema dort, super konservativ. Natürlich ist es nicht in jedem Dorf so, ich kann da nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Vielleicht kannst du mir mal in den Kommentaren schreiben, wie du das siehst. Wohnst du auf dem Dorf? Ist Homosexualität dort positiv? Negativ, gar kein Thema, würde mich sehr interessieren. Ich finde, niemand sollte komisch angeschaut werden, wenn er Händchen haltend mit egal wem über die Straße läuft. Und dann sollte es auch okay sein, wenn man sich mal küsst. Aber auch da gibt es natürlich Grenzen. Tom, ich weiß, du bist halt so richtig in deinem Flow und ich möchte dich wirklich really ungern nerven, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch nur negative Seiten eines Outings gibt. Boah, du kannst so bei die Weibers mit so in die Umkleide so, brauch voll geil. Okay, und was genau ist da jetzt mein Vorteil? Ja, aber du kannst so ein bisschen so luschern, so ein bisschen so gucken und so, vielleicht kannst du auch so ein bisschen so mit helfen, so weißt du, so mit ausziehen und so mit anziehen und so, brauch voll geil. Okay, nein, also wahrscheinlich würde ich mich eher beschämt wegdrehen, weil ich das, weiß ich nicht, unangenehm finden würde, aber Tomik, du spielst doch auch Fußball, oder nicht? Ja klar, Mann, spiel ich Fußball, MTV Ammerlinghausen, Digga. Ist es denn nicht voll geil, zusammen mit den ganzen anderen 10 nackten Männern zusammen zu duschen? Boah, ich bin doch nicht schwul. Brr. Eben! Und ich bin nicht heterosexuell. Aber Tomik, du darfst es natürlich auch nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, ob Schwule Vorteile gegenüber Heteros haben. Da müsste ich dieses Video ja wahrscheinlich als Werbung kennzeichnen. Es geht darum, Menschen, die nicht wissen, ob sie sich outen sollen, die Vor- und Nachteile dieser Entscheidung zu zeigen. Und die Vorteile überwiegen deutlich. Erster Vorteil, die Community. Wenn du dich outest, wirst du Teil davon, wenn du willst. Und ich finde, du solltest das wollen, denn hier lernst du viele tolle Menschen kennen, die das alles schon erlebt haben. Du profitierst quasi aus ihren Erfahrungen und ihren Lebensweisheiten. Das nimmt dir erstens die Angst vor einem Outing und b, entwickelst du dich daran als Mensch. Du stößt vor allem auf Unterstützung und Tipps und Tricks. Probier's mal aus. Gerade hier in den Kommentaren ist eine wunderbare Community, die dir gerne unter die Arme greift. Ich kann dir auch gerne meinen Discord-Channel ans Herz legen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Supi tolle Leute dort. Aber weißt du, was alle anderen Vor- und Nachteile deutlich überwiegt? Der einzig wahre Vorteil, der wirklich so groß ist, dass es alles andere in den Schatten stellt. Mach dich bereit, vollends überzeugt zu werden. Mach dich bereit für wahnsinnige Neuigkeiten. Denn... Doppelpunkt. Lieber geoutet und frei als in the closet und nicht du selbst. Du bist endlich du selbst, du bist ein freier Mensch. Das ist der größte Vorteil, wenn man sich outet. Man lebt sein Leben. Das sollte doch eigentlich über allem stehen, oder nicht? Lebt ihr euer Leben? Natürlich lebe ich mein Leben, Digga. Wenn ich nicht mache, wer macht denn die ganzen Weibers weg?
Natürlich lebe ich mein Leben. Ich meine, ich liebe auch mein Leben. Und ich liebe auch die Liebe. Und wenn es eine Sache gäbe, die euer Leben verbessern würde, um meinem Leben natürlich noch den letzten Schliff zu verleihen, würde ich natürlich diesen Kanal abonnieren, weil der hat mich stets bereichert. Und für letzten Schliff in mein Leben kannst du so auch so das Video so kommentieren und der Tommy, der kommentiert dann so zurück, so, boah, schwöre ich voll auf alle meine Tinder-Profile, Brudi. Ich hab natürlich nur ein Profil, so, weißt du.